und es war schon Montagabend. Und wie ihr seht, habe ich etwas getan. Ich habe meine Haare mit Farbe vollgeklatscht und das wird jetzt auch gleich schon ausgewaschen. Und ich bin sehr excited, wie das aussehen wird. Und sonst habe ich heute echt nicht viel gemacht. Also außer mein Zimmer komplett aufgeräumt und geputzt. Und es sieht schon wieder so aus, als hätte ich nichts getan. Doch, da sieht es noch ganz gut aus. Aber ich habe es wirklich sehr ordentlich aufgeräumt, ausgeräumt, auch ein paar Sachen umgestellt. Hier zum Beispiel jetzt Platz gehabt für Farben und so. Ja, ja, da habe ich immer noch Beutel, die ich ja machen will. Und zwei Hemden und, nee, drei Hemden. Und ja, die arbeite ich jetzt noch ab. Und dann mache ich T-Shirts für eine Kooperation. Aber das kommen wir später noch zu. Ja, das habe ich gemacht, gegessen. Und jetzt gehe ich duschen und das auswaschen. Und sehr gespannt sein, wie das aussieht, wenn es trocken ist. Und ihr werdet es gleich sehen in ein paar Sekunden. Ich werde es erst ein paar Stunden wahrscheinlich sehen. Eieiei. Ach genau, und dann, wenn das gleich ausgewaschen ist, werde ich dann Bilder bearbeiten, die vom letzten Shooting, von dem Wald mit dem Baumstamm. Die habe ich mir nicht gar nicht angeguckt, die muss ich jetzt mal suchen und finden. Und ja, damit werde ich ja wahrscheinlich schlafen gehen. Tada! Es ist jetzt fast ganz trocken und einfach luftgetrocknet. Es ist ein bisschen fleckig, also hier habe ich irgendwie eine Stelle ausgelassen. Ach, sieht das nur im Licht so aus? Ich weiß es nicht. Komisch. Aber ich finde es ganz cool. Also es ist sehr dunkel hier unten natürlich, aber da waren ja auch meine Haare vorher dunkel. Jetzt sehen die sehr braun aus, ne? Naja. Ich glaube, mit Make-up könnte das ganz cool ausschauen und wenn die gestylt sind so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade Fotos mir angeguckt vom Shooting und die ersten paar bearbeitet. Ich bin ganz, ganz zufrieden. War jetzt nicht das beste Shooting, aber es hätte schlimmer sein können. Und für das erste nach so längerer Zeit. Das ist okay. Ja. Weiter bearbeiten jetzt noch. Wir haben kurz vor 12. Mal gucken, wie lange ich noch mache. Aber ich will auf jeden Fall schon einige haben, die ich dann hochladen kann bei Patreon. Dass sie wenigstens schon was kriegen, weil ich ja morgen auch schon die Leute, die auf Gold sind bei Patreon, kriegen Fotos zugeschickt. Und zwar exklusive Bilder, die es halt sonst nicht als Print zu kaufen gibt. Die dann halt aus Fotoshootings oder von Fotoshootings sind, die aus dem Monat sind. Und deswegen werde ich ja morgen auch noch die Bilder ausdrucken gehen und dann halt morgen am besten schon den Patreon schicken können. Spätestens halt übermorgen, also spätestens Mittwoch rausschicken. Ja. Deswegen weiter bearbeiten. Die erste Blume. Oh mein Gott. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, da kommen auch noch ein paar. Nice! Hier unten leider bei denen gar nichts Blühendes und das da stirbt, glaube ich gerade. Aber sonst, dem Rest geht's gut. Soweit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich muss jetzt gerade, ich habe gerade gesehen, dass noch eine Bestellung reingekommen ist. Was war das gerade für ein kranker Stream? Ich bin gerade online gegangen auf Twitch, weil ich dachte, ach komm, ich sitze jetzt hier und nähe ein bisschen Beutel, dann kann ich auch live gehen. Es wird wahrscheinlich eh kaum jemand da sein oder vielleicht ein, zwei Leute mal kurz Hallo sagen kommen. Dass sie so eskaliert, habe ich nicht erwartet. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo, es ist Dienstag beziehungsweise schon Mittwoch. Und 1 Uhr nachts gerade und ich fühle mich irgendwie nicht nach Schlafen. Ich habe hier alles schon wieder schön aufgeräumt. Ich hatte heute Morgen zwei Bestellungen bestimmt, beziehungsweise drei Bestellungen reinbekommen. Zwei Bestellungen habe ich schon fertig gemacht. Die wollte ich morgen früh zur Post bringen. Und ja, die dritte muss ich noch warten, dass da eine Antwort kommt von der Kundin, weil da war ein bisschen Missverständnis, beziehungsweise ich möchte nicht, dass es ein Missverständnis wird. Deswegen wollte ich ja mal genau nachfragen. Ja, ich muss mal gucken. Ich denke, ich schneide jetzt oder fange jetzt an, den Vlog für Mittwoch zu schneiden, also für heute. Und, ja. Mal gucken, wie lange ich noch wach bleibe. Ich war
war jetzt gerade mit einem wunderschönen Model und einer wundervollen Assistentin in Duisburg, oder bin gerade noch da. Wir fahren jetzt nach Meckes. Wir haben nämlich jetzt fertig gemacht das Shooting. Und zwar habe ich ein bisschen Fotos gemacht von mir bekommen. Und zwar hat mein wunderschönes Model von mir Fotos gemacht. Und ich habe wunderschöne Fotos von dem Model gemacht. Die seht ihr dann alle auf Instagram bei meinem Design-Account. Kennt das ja, das dauert ein bisschen. Also die werden ja immer durcheinander gemischt. Und ja, ich freue mich jetzt Richtung nach Hause zu fahren und bei Meckes mir einen Milchshake zu gönnen. Und frustriert. Das ist keine gute Mischung zusammen. Und jetzt. Ich weiß darin. Hab gemerkt, das funktioniert nicht. Wolltest du mich doch wegdrücken? Guten Morgen, ich wollte mich eben schon melden. Ich wollte mich generell melden. Die Woche war wieder sehr wenig gevloggt und das Licht so ist besser. Ich habe jetzt hier gerade eine Speicherkarte, denn ich habe hier gerade Fotos gemacht. Man sieht es nicht mehr so doll, weil ich es auch schon wieder weggeräumt habe. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen durcheinander wieder. Und zwar habe ich nämlich jetzt die ganzen Hemden geshootet und meine arme Familie musste wieder dafür herhalten. Aber jetzt habe ich hoffentlich coole Vorschaubilder, weil die Sache ist nämlich, dass bei Etsy das ja so ist, dass man ja ein Bild als Vorschau bekommt und dass dann viele da gar nicht draufklicken, weil ich ja dann ein Bild ausgewählt habe, wo dann zum Beispiel, ich habe ja vier Motive, ne, immer vier Tiere oder drei Farben zum Beispiel zur Auswahl und dann denken sich die Leute so, ja, aber ich will kein rosa T-Shirt, so, weil auf dem Vorschaubild ein rosa T-Shirt abgebildet ist. Aber es gibt das ja noch in Blau und in Schwarz. Und deswegen habe ich jetzt versucht, von allem Fotos zu machen, sodass man auf dem Vorschaubild direkt sieht, oh, okay, es gibt drei verschiedene Farben, oh, okay, es gibt vier verschiedene Tiere mit vier verschiedenen Farben, so nach dem Motto. Und bin jetzt mal gespannt, wie die aussehen, aber die sahen jetzt auf der Kamera alle gut aus. Ich werde die jetzt auf den Laptop ziehen und dann direkt bei Etsy auch wahrscheinlich hochladen. Also wenn ihr den Vlog hier seht, könnt ihr mal auf Etsy vorbeischauen und euch das anschauen. Ja, und ansonsten sind meine Geschwister noch da und meine Eltern. Das heißt, ich könnte theoretisch nochmal was nachfotografieren im Notfall. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Und ja, gestern hatte ich meinen 14-Stunden-Stream. Also es wurde um 2 Stunden verlängert durch die Likes. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Hasenkopf angefangen von meinem Hasenmaskottchen. Ja, das war Stress, weil die Form von dem Hasen war doch sehr viel schwieriger, als ich dachte, weil vorher hatte ich ja nur das Faultier, was einfach ein Oval ist, und das Axolotl, wo der Kopf auch ein bisschen, da habe ich mir auch, das habe ich ja ganz anders aufgebaut, einfach wie ich das gebaut habe. Und da waren ja nur die Zotteln sozusagen und die habe ich ja aus einem Stück geschnitzt, das war also auch nicht schwierig. Aber der Hase war von der Kopfform alleine schon irgendwie schwieriger. Da fehlt jetzt noch der Stoff und die Augen und die Details natürlich, aber der Grundkopf steht. Und ja, wenn alles gut läuft, mache ich vielleicht gleich mit meinen Geschwistern noch ein paar Maskottchenbilder, falls sie das mit sich machen lassen und mir dann noch helfen wollen. Ja, aber jetzt erstmal die online stellen, also erstmal hochladen, also erstmal angucken und dann online stellen. Und ja, hoffen, dass es so mein Etsy ein bisschen professioneller aussieht, weil es ist ja mein Hauptberuf und man soll auch sehen, dass es professionell ist und deswegen ist das hier höchste Zeit.
Ja, sonst noch irgendwas passiert? Ich glaube nicht. Also es war halt auch nicht viel los die Woche, beziehungsweise schon. Hallo! Ich glaube, es war so ein Problem, dass es zu viel los war und ich deswegen so wenig gevloggt habe. Das Fotoshooting am Dienstag, nee, wann war das? Was habe ich gemacht die Woche? Aber am Freitag hatte ich ja ein Fotoshooting mit meinen besten Freundinnen für meinen Shop. Da habe ich fast nicht gevloggt, weil wir uns so lange nicht gesehen haben und so viel gequatscht haben und es sehr schön war. Und ich da halt wirklich einfach so gar nicht daran gedacht habe, irgendwie was fürs Internet zu machen. Obwohl wir ja dabei waren, was fürs Internet zu machen. Aber ne, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und dann Samstag den ganzen Tag gestreamt und ja, jetzt haben wir Sonntag. Und mal gucken. Doch, genau. Ich hatte noch das Waldfotoshooting. Das war am Wochenende, letztes Wochenende. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann was war. Aber jetzt die Bilder. So sieht der Hasenkopf mittlerweile aus. Tada! Für alle, die im Stream nicht dabei waren und das jetzt hier nur im Vlog sehen. Und ich bin gerade immer noch dabei, an der Website zu arbeiten. Upala. An der Website zu arbeiten, deswegen steht das hier und hier ist mein Setup aufgebaut. Da liegt gerade ein Click-Me-Top. Ich glaube, ich sehe so fertig aus, wie ich mich fühle. Aber ja, das ist sehr anstrengend, die Website zu bearbeiten, beziehungsweise Etsy zu bearbeiten. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange, also so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich muss echt bei so vielen Sachen neue Produktbilder machen und die Texte bei allen überarbeiten und ja, anstrengend. Aber das mache ich jetzt einmal und dann habe ich es hinter mir. Also ja, genau, ich mache jetzt gerade ClickMe-Sachen, also neue Produktbilder für die ClickMe Tops und Röcke. Habe das zu einem Artikel zum Beispiel zusammengefasst, weil es vorher waren es zwei einzelne. Jetzt ist es so, dass man entweder halt den Rock kaufen kann oder das Top. oder halt beides zusammen als Set. Ja. Ja. Und jetzt suche ich gerade noch einen Rock, ob ich nur den einen da habe, den gerade Anke anhat. Oder habe ich eigentlich noch einen auf Lager irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn hingetan habe. Ja, morgen steht eine neue Woche an. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da Montag erstmal wieder starten mit einmal putzen, alles sauber machen, aufräumen. Das hat letzte Woche sehr gut geklappt. Und dann werde ich hoffentlich an dem Hasenkopf weiterarbeiten können nächste Woche. Vielleicht ein paar Pullis machen für ein Video und auch fürs Lager, weil ich jetzt, als ich die Produktbilder gemacht habe, gemerkt habe, dass ich fast keine Pullis da habe, beziehungsweise irgendwie viermal denselben Pulli auf Lager und sonst alle anderen keinmal. Sehr gut leer. Und ich habe ein T-Shirt hier liegen. Tada! Und zwar das hier. Das ist jetzt eingeknickt, aber man sieht, glaube ich, welches Tier es ist. Das muss ich noch einpacken und das geht morgen raus. Das ist nämlich ein Kooperations-T-Shirt. Und zwar habe ich eine ganz liebe Influencerin gefunden auf Instagram, die ich sehr süß finde und ihren Style sehr feier. Und der schicke ich das zu und dann gibt es wieder einen Rabattcode. Das heißt, ihr könnt wieder versandkostenfrei bei mir im Shop bestellen, wenn ihr möchtet. Aber dazu mehr auf Instagram. Ich muss jetzt den Rock finden und dann weitermachen und dann irgendwann schlafen gehen heute hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog war doch nicht so kurz oder so langweilig, wie ich vermute. Und freut euch aufs nächste Video. Bleibt dabei und abonniert gerne meinen Kanal. Das würde mir sehr helfen und mich sehr, sehr freuen. Und für den Algorithmus gerne einen Kommentar und ein Like da lassen.